Was wir von Frank lernen können. Ein besseres Produkt zu einem besseren Preis. Allen, die sich selbstständig machen möchten, empfehle ich, sich bestehende Produkte anzusehen und dabei an die eigenen Erfahrungen zu denken. Es gibt sehr viel mittelmäßige Qualität. Wir waren alle schon einmal mit einem Produkt oder einer Dienstleistung unzufrieden. Es ist wichtig, sich auf etwas zu konzentrieren, bei dem man glaubt, man kann es besser machen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aber bevor man selbst beginnt, sollte man eine Zeit lang in dem Bereich, in dem man sich selbstständig machen möchte, arbeiten, um Erfahrung zu sammeln. Kapitel 5: Von der ökonomischen Unabhängigkeit. Die Menschenrechtscharta alleine ist nicht ausreichend. Wir müssen sie durch eine Wirtschaftsrechtsverfassung stärken. Wirtschaftsrechtsverfassungen führen zu ökonomischer Demokratie und diese ist die Basis für Demokratie an sich. Meine erste Berührung mit einem totalitären Regime hatte ich zu der Zeit, als die Nazis Österreich besetzt hatten. Sie führten verpflichtende paramilitärische Gefolgschaftsübungen in den Schulen ein. Ich kann mich noch erinnern, wie ich eines Tages während dieser Übungen auf einen Kirschbaum kletterte und das alles aus der Entfernung beobachtet habe. Ich war 13 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg endete. Die Nazis waren entwaffnet und die Russen waren nur wenige Kilometer von unserem Haus entfernt. Für 3 oder 4 Wochen hörten wir die Artillerie und viele Schüsse und wir spürten alle, dass es bald vorbei sein müsse. Wir hofften, dass die Engländer oder die Amerikaner vor den Russen hier sein würden, aber es waren die Sowjets, die uns für die nächsten 6 Monate besetzen sollten.